Liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Paper Mario the Origami King. Oh Gott, was ist das für komische Musik? Wir sind auf dieser komischen Knocheninsel angekommen, weil der Captain Toad das gerne von uns wollte. Und, oh, wir können tatsächlich da rein. Das ging mir jetzt auch ein bisschen zu schnell. Denn hier draußen ist noch ein Fragezeichenblock, den will ich natürlich auch mitnehmen. Zack. Und so ein komisches Labor haben wir auch noch. Nein, es ist ein Kaffee. Oh, geil, ich liebe die Kaffees. Hallo, geht's dir gut? Hallo? Okay, den geht's bestimmt gut. Wieso sagt ihr alle nix? Oh Gott. Klickeliklack. Willkommen im Kaffee. Klickerklack. Was darf es sein? Ich hätte gern einen Morbid Mocha, wenn das geht. Oh, ich habe fast gar kein Geld mehr. Alles ausgegeben für die... Was ist das? Ein Knochen? Ja, wo liegt das Problem, Mario? Magst du den Löffel nicht? Willst du meinen, der Kaffee ist total lecker. Eklig. Okay, warte. Ist der Knochen jetzt von dem Barkeeper oder was? Aber die Kaffees sind immer wieder witzig. Ja, ja. Schlaf du mal. Schlaf dich gut aus. Dann können wir jetzt noch in den Schädel reingucken. So, okay, hier fehlt eine Flamme. Und da oben haben wir eine Flamme. Wie kommen wir an diese Flamme ran? Kriegen wir Schaden, wenn wir in die... Ja, nice. Wenn wir in die Flamme reingehen. Hier unten ist ein Knochen, der gehört garantiert da oben hin eigentlich. Aber momentan können wir noch nicht viel machen. Alles klar, weiter geht's. Noch ein Knochentypi. Dem fehlt auch ein Flammdings in seinem anderen Dings. Ja, Dingsi, Bumsi, Dingsi, Dings. Okay, ich kann hier nicht wirklich viel machen. Mir fehlen Flammen. Sehr interessant. Vielleicht kann uns ja der Engelstoad helfen, wo wir noch nicht rankommen. Aber vielleicht ist ja mehr Gehirn von der anderen Seite, oh, anzutreffen. Aber hier hinter ist erstmal noch ein Toad, Hallöchen. Hey, cool, danke, dass du mich gerettet hast. Dafür zeige ich dir einen versunkenen Schatz. Aber ich bin zu faul, ihn zu holen. Also markiere ich ihn dir. Hier, genau da ist er. Fahr da mal hin. Pow. Nice. So, was haben wir in der linken Seite vom Hirn? Oh, wir sind im linken Auge. Hier fehlen gleich. Man kann die runterdrücken. Wait. Kann man? Man kann die alle runterdrücken. Oh, okay. Dann müssen die... Fuck. Warum haue ich das Ding überhaupt an? Okay, whatever. So, aber was müssen wir denn jetzt hier machen? Wir kriegen wenigstens einen Pilz. Ich gehe der Annahme, dass die wieder auf beiden Seiten gleich sein müssen, damit hier irgendwas passiert. Oh, hallo. Türchen. Ah, ist das richtig? Ist das richtig? Es scheint richtig zu sein. Didididi. Und wir kriegen dafür... Was auch immer das für ein Ding ist. Was bist du? Ich bin ein echter Archäologe. Der Archäologentod wäre stolz auf mich. Ein rotes Cave, vielleicht später mal interessant für einen Stier, aber wollen wir nicht. Und eine Kiste, da kann ich endlich mal... Warte, warte, hier, Leute. Ja, 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 wir öffnen diese Kiste. Und was ist drin? Ich habe die Kiste ein bisschen zu früh geöffnet, aber... Das U-Boot Marino! Krass. So, das waren alle Schätze, die hier drinnen waren. Das wird den Kapitän Toad bestimmt freuen, dass wir sein Schiffchen hier... Oh, das ist natürlich auch cool. Whee! Hier einen Schatz bekommen haben. Und das interessiert mich jetzt wirklich nochmal. Warum ist hier eine Engelstoad-Statue? Werden die irgendwo vergöttert, diese Toads? Ewiglich gelübd selig sei, wer der Karo-Insel Kugeln 3 aus tiefsten Tiefen bringt herbei. Hä, ewiglich glückselig? Was redet denn die Statue da? Ist ewiglich überhaupt ein Wort? Tja, wer weiß. Ja, die wollen auf jeden Fall 3 Kugeln haben. What the fuck ist das? Ein riesiger Van. Ventilator. Oh, der macht den ganzen Nebel weg. Du bist mein Held, Ventilator. Auch mit dieser Musik im Hintergrund. Ein wahrer Held. Awesome. Windenergie rules. Viel zu übertrieben mit der Musik. Wow, denn... Oh, warte, da habe ich auch was. Ja, der Nebel ist restlos weg. Das war ja klasse. Sucht und ihr werdet finden. Sucht die ewige Glückseligkeit. Amen. Okay, hört sich an wie eine Nebenquest. Wenn wir irgendwann auf dem Weg irgendwelche komischen Kugeln bekommen, dann werden wir sie hier abgeben. Guck mal, der Toad hat jetzt einen neuen Freund gefunden und ihr seid für immer hier gefangen als Schiffbrüchige. Naja, bye bye. Ich verlasse euch. Ja, das war eine witzige kleine Insel. Hat mir gefallen. Ach du Kacke, hier bei diesen ganzen Gebirgen soll irgendwo ein Schatz vergraben sein. Okay. Ist, glaube ich, relativ eindeutig, wo der sein soll. Oder was meint ihr? Hier ist so eine komische Gebirgsverkreisung, wenn man das so nennt. So, lass doch einfach mal tauchen. Plopp. Das ist ja geil. Das ist richtig cool. Okay, was müssen wir machen? Da, ah, das ist der Schatz. Den holen wir uns. Arme entfalten. Das ist mein. Komm her.
Das ist wirklich witzig. Und? Eine Papatsche Gimba-Mumie. Ich komme mit meinem Soundboard noch nicht so zurecht. Tut mir leid, wenn ich manchmal was Falsches drücke. Heißt, wir werden in Zukunft auf jeden Fall darauf achten, ob wir noch mehr irgendwie solche Steinformationen sind, die auf Schätze hinweisen oder aber, ob uns irgendein NPC halt irgendwas sagt. Und die Insel hier lacht mich leider auch nochmal an. Also bevor wir jetzt eigentlich unsere Mission machen, und zwar der Luftschlange folgen, gucken wir uns diese komische Pilzinsel nochmal ein. Pilz Island ist das, wer hätte es gedacht. Zack. Oh, das macht das Spiel so viel freier. Ich mag das. Dass man so überall distracted wird. Oh nein! Pilz Island ist leider ein bisschen eingefroren. Das ist sehr sad. Und ich sehe hier leider auch nirgendwo ein Feuer-Pegament-Torteil. Oh, gütiges Gefrierfach. Das ganze Häuschen ist ja in einem riesigen Eisblock eingefroren. Hoffentlich geht's den Leuten da drin gut, falls überhaupt welche da drin sind. Ja, vielleicht ist ja der einzige Typ der hier. Hallo, vielleicht weiß der ja mehr. Oh, endlich! Nach tagelangem Schwimmen bin ich endlich hier! Mein Freund und ich hatten ausgemacht, dass wir uns im Notfall hier treffen. Wo mag der Gute denn nur stecken? Tja, wahrscheinlich im Haus drin. Die Sache ist, hier gibt's... Oh, guck mal, der Toad guckt auch ganz, ganz bedröppelt. Hier, sein rechtes Auge ist einfach so ein blaues Auge. Oh, der Arme. Ich habe leider meinen Archäologen-Toad nicht dabei, sonst könnte man hier... Oh, never mind. Buddeln und gucken, ob irgendwas da ist. Aber ich habe schon gefunden, wonach ich gesucht habe. Do your thing. Oh yeah, ich bin das Fire-Pegament-Toad. Ich feier dich tot. Deine Gesangseinlagen sind auch immer die allergeilsten. So, mal gucken, ob da drinnen überhaupt noch irgendwas lebt und was überhaupt das hier genau ist. Hallo? Oh, scheint jemand zu Hause zu sein. Hm, da scheint eine Tür zu sein. Bloß fehlt irgendwas. Wir brauchen einen Türknopf. Ja, einen Türknopf habe ich jetzt nicht zu bieten. Ich hätte 3 Schlüssel und einen Kanaldeckelhaken. Vielleicht funktioniert das? Funktioniert nicht. Wir haben keinen Knauf dabei. Okay, noch eine Nebenquest. Wir brauchen einen Knauf. Dann würde ich sagen, folgen wir der lilanen Luftschlange nach Antarktis. Nee, Atlantis. Atlantis? Atlantis ist diese verschollene Stadt, ne, die untergegangen ist. Oder Rapture City, eins von beiden. So, auf geht's. Tauchen. Luftschlange, Luftschlange, hoi, hoi, hoi. Oh, die geht einfach noch tiefer. Ah, verdammt, die Luftschlange verschwindet ja im Meeresgrund. So können wir ihr natürlich nicht folgen. Ja, wie? Warte, hat die noch ein anderes Ende oder ist das dasselbe Ende? Hey, okay, das macht gar keinen Sinn. Ach doch, die geht durch den Meeresgrund und dann irgendwann zum Schloss, oder wie? Also wenn ich hier jetzt auch nicht abtauchen kann, dann gar kein Plan. Die geht auch in den Meeresboden. Ja, toll. Leute, was denn jetzt? Jetzt gibt's doch gar keine andere Luftschlange mehr. Ich habe die beiden Enden der Luftschlange mir angeguckt. Well, that sucks. Haben wir noch irgendwas auf der Karte? Tja, wohin dann? Soll ich mir jetzt wirklich jede einzelne Insel hier angucken? Das sieht aus wie ein Mond. Oh, ein goldenes Etwas. Warte, dem muss ich folgen. Was bist du denn für ein Ding? Hallo, bist du ein Schwertwal? Hä, lol, der lässt einfach Geld liegen? Warum? Hä? Okay, ich folge ihm jetzt mal. Wo willst du hin, du kleiner, komischer Schwertwal, der mir ganz viel Money gibt? Macht er das jetzt die ganze Zeit? Komm, gib mir mehr. Kapitalismus for the win. Das ist das einfachste Dieselgeld ever. Oh, jetzt ist er weg. Okay, das hat sich aber gelohnt. Das waren ein paar tausend Münzen auf jeden Fall. Aber leider hat er mich distracted von der Mondsichel-Island. Tja, und was gibt's hier so? Nichts wirklich Interessantes. Da hinten kann man angeln und hier wäre halt noch ein Hasentoad. Ja, aber mehr nicht. Also eine sehr unnötige Insel. Mit etwas Glück ist aber hier drin halt noch ein Schatz versteckt. Weil das schon sehr markant aussieht, oder? Ja, guck mal da, da war sogar König Olli. Keine Chance. Ich krieg den Sticker nicht ab. Belastend. Okay, müssen wir jetzt auch merken. So viele Sachen, die ich mir merken muss. Ekelhaft. Guck mal, da hinten geht die Luftschlange noch weiter. Und da ist ein riesiger Schatten. Wollen wir einfach mal rüberfahren? Was soll schon Schlimmes passieren? Hä? Passiert da wirklich nichts? Hallo, kleiner Wal. Warte. Kann ich auf dir tauchen? Schön auf dem Wal einmal rauf? Nee, doch. Das Glück ist uns holt. Sorry. Oi! Ja, geil. Ui, wir fliegen. Alles klar. Danke, kleiner Wal. Das war ein bisschen unnötig. Aber guck mal, hier sind noch mehr von diesen Luftschlangen. Also wir müssen einfach nur das richtige Ende finden, wenn ich das jetzt richtig interpretiere. Dann probieren wir es hier mal. Wird wahrscheinlich auch das Falsche sein. Geht auch in den Sand. Tja, doof das. Dann auf zur nächsten. Das sieht leider auch schlecht aus. Das ist schon ultra belastend. Aber ich habe da noch eine andere Insel gesehen. Die schauen wir uns natürlich auch nochmal an. Oh, hier ist auch so eine Statue. Lol, und das ist einfach dieses Spiel mit diesen... Kennt ihr das? Mit diesen Piraten, wo man so
Schwerter hier reinstecken muss und wenn man den Falschen erwischt, dann kommt der Pirat, in diesem Fall der Tod, in der Mitte einfach raus. Und wenn das passiert, hat man verloren. Das ist ein witziges Kinderspielchen. Oh, hallo, kleiner Tod. Muss man da Toads reinstecken? Okay, sie machen das schon von sich aus. Alles klar, man muss also alle Toads finden, die hier auf der Insel sind. Sorry. Nein, der arme Goomba. Blup. Haben wir noch ein Toad? Sind das alle, die... Nee, ein gelber fehlt noch. Vielleicht hat die Statue ja was zu sagen. Diese Tafel sieht ja irgendwie wichtig aus. Was sie wohl zu bedeuten hat? Ja, also da ist ein Peak drauf. Das ist eine der 4 wichtigen Inseln. Das heißt, wenn wir das hier fertig bekommen, kriegen wir bestimmt eine von diesen komischen Kugeln. Und hier drüben ist dann natürlich auch ein Block. Und da drin, ja, wird der letzte Toad sein. Ich rette dich! So, auch du wirst reingedrückt und du musst jetzt richtig sein. Yay! Oh nein, der hat nichts an. Oh, danke, dass du uns alle gerettet hast. Dafür zeige ich dir, wo ein Schatz ist. Hey, Moment, mein Westen ist ja weg. Hilfe! Sichtschutzwall, Leute! Wahre Freunde schützen ihren westenlosen Kumpel! Also richtig sicher bin ich mir noch nicht, was der Toad da hinten dann bringen soll. Egal, wir fahren jetzt natürlich zum Schatz hin. Und da drin ist... Yes, Peak-Inselfass. Süß. Aber das bringt mich alles nicht weiter. Ich weiß nicht, was ich machen muss. Okay, das da hinten sieht sehr interessant aus. Da ist auch die lilane Luftschlange rum. Das heißt, wir mussten gar nicht tauchen. Ich habe das alles umsonst hier gemacht. Fuck. Ja, okay, das sieht so aus, als wenn wir da wirklich hin müssten. Oh, ich habe mich schon auf eine Unterwasserstadt gefreut, aber nüpp, es ist einfach so ein komischer Turm. Im sonst was. Ein hoher Turm auf hoher See. Ich würde sagen, dieses Baumwerk nennen wir den Hochseeturm. Aber imposant sieht es auf jeden Fall aus. Auch, dass das einfach über die Wolken rüber geht. Boah, der ist ja wirklich riesig. Tja, aber wie kommen wir denn jetzt da hoch? Das ist eine gute Frage. Das sieht aber schon wieder so aus, als wenn wir hier tatsächlich diese komischen Kugeln suchen müssten. Oh, was eine Schande. Wir brauchen wohl 3 komische Kugeln, um das zu öffnen. Schade, dass ich keine einzige davon dabei habe. Dann bringt das hier absolut gar nichts. Ja, da oben ist halt wieder diese Toad-Statue. Schon klar, was ich machen muss. Aber wie finde ich denn diese Sachen? Ach, Mann. Oh, alles klar, hier haben wir noch so eine komische Insel. Diesmal ist es ein Kreuz. What do we got here? Hey, hallo! Ja, was willst du denn? Hey, siehst du das Plateau da hinten? Ich würde mich gerne in die Sonne legen. Aber hier sind so viele Gegner. Ach, okay, dann komm einfach mit. Dir wird nichts passieren, wenn du mir einfach folgst. Siehst du, alles easy. Hier, da hast du deine Liege. Leg dich hin. Ah, danke, Mario, das ist ja voll nett von dir. Na, aber ich habe noch 3 Freunde. Kannst du die auch hierher bringen? Das wäre toll. So, da ist die ganze Toad-Gruppe wieder zusammen. Ui, danke, vielen Dank. Ich bin Freuderik. Oh, und ich bin Foodwerk. Oh, ich bin Melanko. Und ich bin Ulkfried. Und zusammen sind wir die Funky Fungis. Ist das nicht toll? Ich weiß, dass du es toll findest. Jeder findet das toll. Und hier haben wir einen Schatz für dich versteckt. Oh mein Gott, jetzt tanzen sie einfach. Okay, danke für die Tanzeinlage. Ich hab euch auch lieb. Aber es bringt mir einfach nichts, das hier zu machen. Oder ich sehe noch nicht, wo der Sinn dahinter ist. Die Tafel sagt einfach, links ist Kreuz und oben ist Peak. Toll, toll, toll. Ah, das ist vielleicht für irgendwas wichtig. Ich weiß noch nicht genau, für was. Darf ich eure CD mitnehmen? Ich kenne da nämlich so einen DJ, der will damit bestimmt tolle Sachen machen. Oh, weiter nicht. Dann tanzt mal für euer Leben hier rum. I don't care. Weiter geht die Reise auf die niemals endende Suche nach dem, was ich überhaupt machen muss. Da nimmt mich das Spiel einmal nicht an die Hand und ich habe gar keinen Plan mehr, was ich überhaupt machen soll. Hä? Hammer Island hat auch einfach so einen Engelstoad hier. In der Kiste mit einem sagenhaften Hammer. Toll, 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 toll. Hätte ich das nicht machen dürfen? Hätte ich nicht machen dürfen. Alles klar, danke fürs Feuer. Ich hab euch auch lieb. Keine Reise ist zu weit zur ewigen Glückseligkeit. Sterben die, wenn ich sie in der Overworld anhaue? Nein. Bei diesen komischen Pflanzen muss man übrigens darauf achten, dass man nicht auf die raufhüpft, wenn die nach oben zeigen. Weil dann machen die Damage. Und Damage ist nicht so nett. Nee, nee. Okay, wenigstens easy anzuordnen. Aber ich glaube, so sind die einfach alle One-Hit. Ja, na gut, immerhin. Dann sind die Kämpfe wenigstens nicht allzu lang. Aber nervig sind sie dennoch. Schnell runter von dieser ekligen Insel. Oh, dann ist ja auch noch ein Toad versteckt. Ja, bitte, kommen Sie bitte raus. Oh, danke, ja, ja. Ich zeig dir, wo ein Schatz ist. No! Hier! Mich juckt dein Schatz nicht! Scheiß auf deinen Schatz, deine Schätze sind alle doof.
Das Ganze wäre nicht so belassen, wenn ich zumindest einen dieser komischen Kugeln schon hätte. Dass ich dann wenigstens weiß, dass ich auf der richtigen Fährte bin. Aber bisher habe ich halt nur Ansatzpunkte mit diesen komischen Engelstoads, die einfach irgendwelche Symbole auf ihren Karten haben. Mehr weiß ich aber doch gar nicht. So, what are you for an Insel? Eine Herzinsel. Okay, die wird zumindest mit den vier Toads wieder in Einklang sein. Ist irgendwie eine Rätselinsel auf jeden Fall. Ja, Jackpot! Ich habe gewonnen! Oh, okay, das ist tatsächlich ganz gut. Lebensupgrade, nice. Was macht dieser Busch zum Beispiel noch? Da ist auch noch ein Knopf, okay. Der lässt Mr. Angel Toad nach unten fahren und lässt ihn eine Kugel holen. Was macht der denn hier zum Beispiel noch? Zack! Aha! So, da haben wir unsere Rampe. We've got a Kugel. Nice, endlich mal eine Kugel. Jetzt kann ich hier auch hoch. Da haben wir noch einen Knopf. Der den Toad tanzen lässt. Okay, ich glaube, der ist ein bisschen unnötig. Den braucht man einfach nicht. Noch ein Knopf. Der lässt da die Plattform rauskommen, sodass wir an unser Leben kommen. Und dann haben wir diese. Das sind gar keine Leben, es ist einfach ein Toad. Aber dann haben wir dann diese Insel auch fertig. Oh, enttäuscht, dass ich kein richtiges Herz bin. Ja, bin ich. Nimmst du dich zu Herzen? Hier kriegst du ein richtiges Herz. Okay, danke. Sogar ein KP plus 20. Ultra gut, dadurch werde ich nämlich auch wieder stärker und muss gegen weniger Leute in der Overworld kämpfen. Das ist immer gut. Und hier hinten kriegen wir noch eine Kiste und eventuell noch einen Knopf. Ich drücke den erst gleich, wenn ich hier die Kiste geöffnet habe. Da ist der Toad drin. Oh, tut mir leid, ich will kein Schatz, nur ich. Aber ich weiß, wo ein Schatz versteckt ist. Mich. Hier. Alt, merci. Was bringt dieser? Hat er gemacht, dass er... Ja, dass da hinten einfach Fische rauskommen. 1, 2, 3. Da passiert garantiert noch was. 1, 2, 3. Ist 3 das Maximum? Ah! Okay, ich hätte es nicht ausprobieren sollen. Ja, und dann so viele von den Carpadors. Die sind aber auch mit einer Attacke tot, oder? Okay, gut. Haben wir die auch getötet. Nice, nice, nice. Und der Knopf geht jetzt auch nicht mehr. Na gut, dann haben wir die Insel jetzt auch durchgespielt. Ein Lebensupgrade ist aber nice. Und Rätselinsel war auch mal nice. Also diese Insel, die gefiel mir schon besser als die anderen. Fehlt noch eine. Wir hatten jetzt Peak, wir hatten Kreuz, wir hatten Herz. Fehlt also noch Karo. Die Karo-Insel fehlt noch. Bist du die Karo-Insel? Sieht nicht wie die Karo-Insel aus. Nee, das ist ein Fragezeichen. Oh boy, okay. Ja, das sind einige Fragezeichen. Wieso tut ihr sowas? Digga, mach nicht diese, das ist doch voll böse und so. Ich will nicht gegen euch kämpfen, aber ich muss anscheinend schon wieder... Oh, nö. Langweiliger Kampf, bisschen Geld, bisschen Leben. Oh mein Gott, ich könnte diese ganzen Fragezeichenblöcke anhauen, wenn ich möchte. Aber ich glaube, ich bin stark genug, damit ich nicht gegen diese komischen Krabben kämpfen muss, oder? Ja, okay, nice. Dann killen wir einmal die Krabben, bevor die irgendwie im Weg stehen. Muss ich jetzt wirklich alle einmal anhauen? Wehe, da ist irgendwo ein Gegner drin. Okay, let's go. Okay, ja, Nintendo, so kann man sein Spiel auch strecken. Hier unten kann man übrigens noch rein und da ist einfach noch ein Klotzi-Dotzi. Aber den kriegt man anscheinend nur von unten. So, oh mein Gott. Also wenigstens hat man den gesehen, dadurch, dass man die jetzt hier alle gemacht hat. Hier oben haben wir noch... Oh, nö. Noch ein Fragezeichenblock. Kann ich mich hier wenigstens verstecken? Ja, okay, sehr gut. Okay, ja, du bist ein bisschen größer. Hier wird auch noch einer versteckt sein. Kann ich dich von vorne einfach anhitten? Okay, immerhin. Ist dann auch mal gut, ne? Oh, hier ist sogar noch eine Statue. Und das Blöde ist, diese Insel bringt uns halt trotzdem einfach gar nichts. Was sagst du mir denn? Rette mich, du Glückseligkeit. Na, ganz toll. Haben wir hier wenigstens noch ein Café oder auch ein anderes irgendwas? Es ist tatsächlich ein Labor? Warum ist hier ein Labor? So unnötig. Tschüss. Warum sollte man jemals hierhin zurückkehren wollen? War das Schild eben da oben auch schon da? Das war eben noch nicht da. Warum bist du hier? Oh, danke, ich zeig dir, wo mein Schatz ist. Gut, alle Toads abgehakt. Wie komme ich an diesen Block hier unten ran? Gar nicht. Oh doch, von hier. Nein. Das ist ein Powerblock.
Mit dem Powerblock hat man alle anderen Blöcke auf einmal aktivieren können. Ich habe jetzt 10 Minuten diese Blöcke angehauen. Oh nö, ey, oh nö, oh nö, oh nö. Na gut, und was haben wir noch in der Kiste? Ein Fragezeichenblock. Das ist doch übelste Verarsche von Nintendo, oder? Das ist übelste Verarsche. Die wussten ganz genau, dass man da jeden einzelnen Block anschlagen würde, bevor man den Powerblock findet. Und jetzt bringt er mir halt gar nichts. Gott, wie unnötig. Ach man, das wäre bestimmt richtig befriedigend gewesen, wenn man mit dem Powerblock da alles aktiviert hätte. Naja. Auf dem Ozean sieht wenigstens keiner meine Tränen. Was haben wir denn hier? Ist das dieser Knauf? Was mag das sein? Eine Herzdose. Okay, laut diesen Shy Guys soll es 11 weitere Inseln geben. Und wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Toll. Also wir haben alle Inseln gefunden, nur die Karo-Insel nicht. Kein Plan, wo die sein soll. Oh, vielleicht ist sie ja doch unter Wasser. Vielleicht... Ich habe jetzt nicht so wirklich auf die Schatten geachtet, ob es hier vielleicht doch irgendwo eine Unterwasserstadt geben könnte. Rein theopraktisch wäre das natürlich möglich, nicht wahr? Aber mir fällt gerade auf, wenn ich jetzt hier die Karte angucke, guck mal, wir haben die ganzen Symbole, die ergeben ja quasi ein Quadrat. Seht ihr das? Also oben haben wir ja Peak, unten haben wir Herz, links haben wir das Kreuz, rechts ist ein Mond, ja? Okay, also entweder unterm Mond, beim Mond drin war ja auch noch irgendwas, aber ich vermute, genau in der Mitte von den Vieren wird dann die Karo-Insel sein. Kann das sein? Muss man so weit denken bei diesem Spiel? Obwohl es ein Kinderspiel ist? Welches Kind kommt bitte auf diese Lösung, wenn das wirklich so ist? So, das müsste dann ungefähr hier sein, wo wir jetzt sind. Wenn hier jetzt nichts ist, dann wirklich gar kein Plan. Hier ist auch weit und breit gar nichts, also kann schon gut sein. Wir tauchen mal ab und es passiert tatsächlich was. No way! Da ist sie doch! Lol, als ob man so krass nachdenken muss. Ich habe Dinge gesehen, die ihr mit niemals glauben würdet. Aber ein riesiger Diamant auf dem Grund des Meeres ist selbst mir neu. Okay, das ist ein krasses Rätsel. Das ist ja richtig Brainfuck. Das hat so viel Zeit gekostet, diese Karo-Insel zu finden. Und da fehlt auch noch ein Schlüssel. Wir kommen nicht mal rein. Nein, warum? Überall fehlt immer irgendwas. Ich habe eine Herzdose. Kann die vielleicht da rein? Ich habe auch andere Schlüssel, aber die passen locker auch nicht. Ja, was will ich denn damit? Das bist alles nicht. Hier, nimm den Kanaldeckel. Oh, halt doch die Fresse. Ich komme da einfach nicht rein. I'm done, Leute. Ich bin sowas von done. Ich weiß jetzt, wo diese fucking Karo-Insel ist. Kann aber nicht rein, weil mir ein fucking Schlüssel fehlt. Wir brauchen einen Knauf für die Toad-Insel. Und wir haben eine Dose in Herzchenform. Und die Herzdose ist sogar in den wichtigen Items drin. Was soll mir das sagen? Hatten wir irgendwo einen Dosenöffner? Ja, wir hatten einen Dosenöffner! Auf dieser Herbsthöhe, da haben die doch diese Dosenparty gefeiert. Da müssen wir hin. Hey du, willst du unser neuestes Bootsmotto haben? Er ist doppelt so schnell und macht millionenmal so viel Spaß. 5000 Münzen nur, was sagst du? Toll, den hättest du mir mal davor geben sollen. Bevor ich jede Stunde im Wasser umhergelubbelt sind. Jetzt ist die Höchstgeschwindigkeit einfach verdammt. Ich hätte das eben gebraucht. Dieses Spiel verarscht mich heute vom Grund auf. Auf dieser komischen Fragezeicheninsel haben die mich verarscht. Und alles doof hier. Whatever. Auf zur Herbsttür. Wo ist meine allerliebste Dosenparty? Hier ist meine allerliebste Dosenparty. Guck mal, ich habe eine Herzdose für dich. Willst du sie vielleicht mal öffnen mit deinen geilen Zähnen? Ich finde das cool, dass man so ein bisschen Backtracking machen muss. Er macht sie mir auf. Jetzt bin ich sehr gespannt, was drin ist. Bitte ein... Da ist einfach nur ein Herz drin. Einfach nur ein KP Max plus 5. Toll, da bin ich den ganzen Weg wieder zurückgelaufen. Ich dachte, ich hätte jetzt das blöde Rätsel gelöst. Aber nope, ich habe einfach nur ein plus 5 bekommen. Das bringt mir gar nichts. Wo kriege ich einen Knauf her? Ich bin voll. Also, ich werde hier richtig depressiv bei diesem Spiel. Holy shit. Wo kriege ich diesen scheiß Knauf her, mit dem ich dem einen Typen auf dieser komischen Insel helfen kann? Und wie zur Hölle kriege ich. Hä, ist da hinten ein Herz? Ist das ein KP Max Plus oder heilt mich das nur? Ach, das heilt einen nur. Na gut, okay, keine Ahnung. Ich habe jetzt heute gar keine Lust mehr, irgendwas zu machen, Leute. Deswegen würde ich sagen, wär's das dann für heute? Wenn ihr Ideen habt, was ich da machen könnte oder sogar vielleicht wisst, dann schreibt es mal in die Kommentare. Ich überlege auch, während ich schneide, sehe ich vielleicht noch irgendwas, was ich übersehen habe. Und ansonsten bin ich jetzt ein bisschen verwirrt, was ich machen soll. Naja, kriegen wir schon irgendwie raus. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.